Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um das Reizdarmsyndrom. Ich werde zuerst mal erläutern, was das Reizdarmsyndrom eigentlich ist und unter welchen Beschwerden man da leidet und vor allem auch, wie man zu einer Diagnose kommt. Und dann geht es natürlich auch darum, was man tun kann, wenn man wirklich unter einem Reizdarm leidet. Natürlich geht es hier um naturheilkundliche Ansatzweisen, die auch unterstützend wirken, die aber trotzdem auch gleichzeitig an der Wurzel anpacken, das heißt an der Ursache, die sozusagen bedingt, dass ein Reizdarm überhaupt existieren kann. Früher war es ganz, ganz oft so, wenn man jetzt mit Magen-Darm-Beschwerden zum Arzt gegangen ist und unter ständigen Völlegefühl gelitten hat, unter Durchfallerkrankungen, unter Verstopfungen, unter Blähungen, einfach unter Unwohlsein, dann hieß es ganz, ganz oft, dass es eine psychische Ursache hätte. Das heißt, natürlich spielt die Psyche hier auch mit rein, denn natürlich wirkt sich Stress negativ auf die guten Darmbakterien aus und belastet somit natürlich auch das Immunsystem. Das heißt, auch wenn wir sozusagen psychisch leiden und wir im wahrsten Sinne des Wortes Schiss vor etwas haben, kann ein Reizdarm natürlich bedingt werden. Aber dass es überhaupt so weit kommt, dass der Körper das nicht mehr kompensieren kann, wenn wir beispielsweise auch unter regelmäßigem Stress leiden, dass wir trotzdem eine zumindest mäßig gute Verdauung haben, die mäßig sozusagen funktioniert, aber trotzdem noch nicht unter einem Reizdarmsyndrom leidet, dann läuft natürlich was falsch. Ich blende euch hier auch nochmal eine Liste ein, wo ihr zusammengefasst sehen könnt, unter welchen Symptomen man leidet, wenn man unter einem Reizdarmsyndrom leidet. Was ich weiß, ich kann euch nur sagen, ich kenne zwei Betroffene und die haben wirklich sehr, sehr stark damit zu kämpfen. Es ist ganz, ganz schwierig, damit umzugehen, weil diesbezüglich natürlich auch die Ernährung umgestellt werden muss. Und gerade bei Reizdarm ist es gar nicht so einfach, wenn man überhaupt nicht weiß, okay, wie reagiert man jetzt auf was. Das heißt, es benötigt wirklich auch Zeit und vor allem starke Nerven, dass man dann zu einem Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich weiß, mein Darm reagiert so auf diese Mahlzeit und so auf dieses Getränk. Wichtig dabei ist natürlich, Allergien abzuchecken, Unverträglichkeiten abzuchecken und vor allem auch beim Arzt einen Test auf die sogenannte SIBO, das heißt auf die Dünndarmfehlbesiedlung oder SIBO, auf die Dünndarmfehlbesiedlung machen lassen. Das geht anhand eines Atemtests. Ich habe bereits zwei Videos über die Dünndarmfehlbesiedlung gedreht und auch, wie der Atemtest genau heißt, was man dabei machen muss und so weiter und so fort. Schaut gerne mal in die Videos rein, ich habe sie euch unten in der Infobox verlinkt. Denn das spielt auch eine große Rolle, wenn natürlich der Dünndarm, wie gesagt, fehlbesiedelt ist. Generell, wenn die Darmbakterien im Darm nicht mehr da sind, wo sie sein sollen, das kann auch zu einem Reizdarm führen. Ich möchte an dieser Stelle noch was anderes anmerken, und zwar weisen die neuesten Forschungsergebnisse darauf hin und sie weisen in eine eindeutige Richtung, dass bei einem vorhandenen Reizdarmsyndrom ganz, ganz oft auch das Endokannabinoid-System ausschlaggebend ist. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber jedes Säugetier hat ein eigenes Endokannabinoid-System im Kopf, weshalb ja auch beispielsweise CBD-Tropfen, die nicht psychoaktiv sind, also das hat nichts mit dem Gras, mit dem THC zu tun, sondern nur mit Cannabidiolen sozusagen, weshalb die bei vielen super, super gut wirken. Es wäre auch eine Möglichkeit, hier anzusetzen, eine von vielen Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man weiß inzwischen, dass Reizdarm was mit einem chronischen Mangel an Endokannabinoiden im eigenen System sozusagen zu tun hat und mit CBD-Tropfen versuchen, hier zu arbeiten. Das hat bei manchen schon wirklich viel, viel bewirkt. Natürlich ist das dann auch nicht nur die alleinige Ursache, sondern es hat natürlich immer ganz, ganz vielfältige Ursachen, natürlich auch der Zustand des Darms an sich. Trotzdem kann ich aus der Praxis auch sagen, dass man auf jeden Fall CBD mal probieren könnte. Ihr findet unten in der Infobox auch, wie immer, Empfehlungen meinerseits. Jetzt komme ich aber zu dem ganzheitlichen naturheilkundlichen Ansatz, wo CBD natürlich auch ein Teil sein kann, nicht muss. Und zwar geht es darum, erstmal die sogenannte Konstitution ausfindig zu machen. Das heißt, wie ist die aktuelle mentale Verfassung und wie ist die aktuelle körperliche Verfassung? Das kann man natürlich mit Hilfe eines Therapeuten ausfindig machen. Da spielt dann natürlich auch eine Mikronährstoffanalyse mit rein, um einfach mal sich einen Überblick zu verschaffen. Wie steht es um meinen Vitamin D-Wert? Wie schaut es mit Magnesium aus? Und so weiter und so fort. Man kann natürlich auch optional, was super, super sinnvoll wäre, eine Stuhlanalyse machen, um einfach mal zu sehen, okay, wie schaut es mit der Diversität in meinem Darm aus? Dann könnte man weiter zur Abklärung noch den Test der Dünndarmfehlbesiedlung machen, um sich einfach mal ein grobes Bild davon überhaupt zu machen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sozusagen ansetzen. Und hier gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege, die natürlich bei den unterschiedlichsten Menschen immer
sehr unterschiedlich auch wirken. Die erste unterstützende Maßnahme könnte sein, dass man Heilpflanzen in Verwendung bringt. Das heißt, es gibt sehr, sehr vielfältige Heilpflanzen, die beispielsweise auf der psychischen Ebene wirken, wie Lavendel oder Passionsblume oder Johanniskraut, um hier einfach die mentale Komponente zu stärken. Man kann allerdings auch Heilpflanzen in Verwendung bringen, die krampflösend wirken, je nachdem, wie die Symptome natürlich ausgeprägt sind, ob jetzt Blähungen im Vordergrund stehen oder ob Durchfall im Vordergrund steht oder ob Verstopfung im Vordergrund steht. Das ist ganz individuell. Man könnte allerdings im Fall der Verstopfung und auch im Fall des ständig präsenten Durchfalls Flohsamenschalen einsetzen. Flohsamenschalen ist wirklich ein super guter alternativer Tipp bei einem Reizdarmsyndrom. Bleiben wir noch bei den Pflanzen bzw. kommen wir zu den Pilzen. Das ist ja auch eine eigene Gattung, die Pilze. Und zwar kann man super viel mit Vitalpilzen erreichen. Ich blende euch hier mal kurz eine Zusammenfassung ein. Ich habe nämlich ein Vitalpilzbuch und in diesem Buch stand auch super viel über das Reizdarmsyndrom im Zusammenhang mit diesem bestimmten Pilz. Und hier kann man auch alternativ, wie gesagt, super viel machen in Form einfach eines Pulvers, das man langsam versucht in den Alltag zu integrieren oder man versucht diese Vitalpilze in Kapselform zu bekommen. Es gibt natürlich auch Extrakte oder auch in einer homöopathischen Dosis sozusagen. Da könnte man sich informieren. Eine nächste Möglichkeit, die tatsächlich auch sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, meines Erachtens nach, ist eine umfangreiche Darmsanierung. Bei einer Darmsanierung steht im Vordergrund erstmal die Erörterung, wie die Beschaffenheit des eigenen Typs ist, des eigenen Enterotyps beispielsweise auch im Darm, wie es mit der Diversität im Darm aussieht, um dann wirklich auch schlechte Bakterien oder den Biofilm sozusagen zu lösen, das Ganze einfach auszuschwemmen, zu reinigen, um dann gezielt den Darm wieder aufzubauen. Das versteht man zusammengefasst unter einer Darmsanierung. Darüber habe ich auch schon einige Videos gemacht, schaut da gerne mal rein. Das empfinde ich persönlich als super, super sinnvoll bei einem Reizdarmsyndrom, um dann auch später gezielt beim Darmaufbau mit einem geeigneten Probiotikum oder einem Präbiotikum oder auch mit einem Kombinationspräparat, mit einem sogenannten Symbiotikum zu arbeiten. Und als nächsten Schritt würde ich natürlich als Ernährungsberaterin dann immer die Ernährungsumstellung in den Vordergrund stellen, dass man einfach sagt, okay, was lässt man weg, was integriert man auch an Heilpflanzen, an Vitalpilzen, an Nahrungsergänzungsmitteln, um einfach wieder Herr über den eigenen Darm zu werden. Das ist natürlich super, super wichtig, aber wenn wir die psychische Komponente jetzt vergessen würden, dann könnte man die Symptome zwar bis zu einem bestimmten Punkt in den Griff bekommen, aber ganz, ganz, ganz ausschlaggebend und wichtig auch beim Reizdarmsyndrom wäre an dieser Stelle das Stressmanagement. Hier kann man sich natürlich auch professionelle Hilfe suchen und professionelle Unterstützung suchen. Ich finde es einfach immer schöner formuliert für sich selber auch, wenn man sagt, okay, ich hole mir Unterstützung, statt das Wort Hilfe sozusagen zu verwenden. Und dann sollte man das Reizdarmsyndrom wirklich sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Ich hoffe, dieses Video war informativ für euch und es war die ein oder andere positive Sache dabei, die ihr vielleicht auch umsetzen könnt oder vielleicht mal ausprobieren wollt. Oder ihr informiert euch einfach selber bezüglich Heilpflanzen und Vitalpilze. Und ja, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ihr könnt euch natürlich auch in den Kommentaren austauschen, wenn ihr beispielsweise unter einem Reizdarmsyndrom leidet und schon diverse Sachen ausprobiert habt, dann profitieren natürlich auch andere Zuschauer und Zuschauerinnen davon. Es würde mich sehr, sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.